Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hot Online Farm mit dem Kellerkind. Ja, wir haben das eine Feld ja fertig gemacht in der letzten Folge. Und jetzt warten wir, dass die Gerste auf 100% geht. Ist bei 85. Ich hoffe mir davon mehr Ertrag. Durch Stroh haben wir noch ein bisschen Geld gemacht und wir könnten uns jetzt das Feld 6 zulegen. Ist auch sogar schon fast fertig. Das werden wir jetzt auf der Schnelle auch mal tun, bevor das abgeerntet wird. Dann springen wir da kurz hin. Feld 6. Weil verkaufen können wir es ja auch hier. Ist sogar bei 100%. Also jetzt mal schnell. Und kaufen. 213.000 Euro für dieses Feld. Das ist richtig schön groß. Feld 7, was brauchen wir dafür? Mal gucken. Brauchen wir 92.000. Das Feld ist ja noch nicht gedüngt, nehme ich an. Hätte ich vielleicht vorher auch Missionen machen können. Feld 7 ist aber gepflügt. Nein, aber wir schicken jetzt mal den Düngerstreuer noch drauf. Ich weiß nicht, ob was bringt, aber wenn, dann ist es halt für die neue Saat dann schon einmal gedüngt. So, hier habe ich ein paar Kurse oder ein paar Kringel auf dem Hof eingezeichnet. Hab auch das Hoflager. Kann ich mal kurz hinfahren, eingezeichnet oder als Punkt gesetzt. In dem Fall habe ich das den Punkt vor dem Lager gesetzt, weil in diesem Fall kann ich ja nicht sagen, hier fahr zu dem Punkt und da kannst du alles abladen. Das würde ja hier nicht gehen. Und deswegen habe ich das vor dem eigentlichen Lager gesetzt, den Punkt. Habe ich also hier so eine kleine Umfuhr gemacht und kann dann hier quasi wieder raus. Das Feld 3 ist fertig. Mit den Tipps. Dann kann ich das auch wieder ausmachen. Bäume stehen so dicht hier. Weiß nicht, wie das auf der anderen Seite ist. Werde ich ihn hier mal draufsetzen. Ja, ein Stück weiter. Dann sollte uns das Feldding, wenn er am Rand ein bisschen nicht gedüngt ist, ist auch egal. Macht er doch jetzt, ja. Wie ihr seht, auf jeden Fall wird es angezeigt.
wäre schön, wenn wir vielleicht noch mal, ich weiß noch nicht, wir könnten mal schauen. Das ist Feldverwaltung. Wir haben ja noch Feld 39, 40, 41. 41 bringt 81.000. So. Ich habe das aber jetzt nicht bei 100%. Oder? Was? Ich möchte gerne noch das Feld 7 dazu nehmen. Wenn wir uns nochmal 100.000 leihen. So, wir leihen uns nochmal 100.000. Und jetzt werden wir einfach das Feld 7, weil das ja auch schon erntereif ist, auch noch kaufen. Und sobald wir die Felder 39, 40 verkauft haben, werden wir die 100.000 auf jeden Fall zurückzahlen. Ich glaube, das ist ein vernünftiger Vorschlag. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie die Wende hier drüben war. Aber er fährt ja. Ah, hier sind wir direkt an der Straße. Ah. Spring mal ran. Ah, ist gefährlich. Aber solange er noch fährt, ist ja alles gut. Und Verkehr dürfte auch noch ausgestellt sein. Dann werde ich ihn hier beim Abschluss mal wieder anschalten. Gut, er macht auch nicht komplett alles. Er bleibt auf dem Feld. Okay, das glaube ich, damit können wir leben. Gut, jetzt kann man es auch nicht richtig sehen. Aber vielleicht sollten wir zum Schluss noch mal einmal am Feldgrenze vorbeifahren. Ja. Ja, dann soll der hier düngen. Das Feld 7 gehört uns auch. Das ist, glaube ich, erstmal okay. Das Feld 10 würde 200.000 kosten. Ja, das ist für uns zu hoch, zu viel, auch wenn wir, weil wir müssen ja sehen, 100.000 gehen weg. Das müssen wir uns erstmal erarbeiten. Wie weit ist es jetzt? Ist hier ein bisschen vorangegangen? Nein, ich mach mal die Zeit auf 5. Ich würde gern, ja, den mal eben abkoppeln. Und den mal so einige Punkte geben. Würde gerne mit denen als erstes zum Händler fahren. Zum Händler fahren, um diesen Punkt einzugeben, und dann habe ich Hoflager und Händler zusammen zu Anfang, und dann nehmen wir uns nach und nach die
drei Fabrikationen vor. Die Mehlfabrik, die Fischerei und die Kartonproduktion. Helfer D hat Tank leer, das dürfte der Düngerstreuer sein. Dann ist es ja ganz richtig, dass wir hier den Händler angeben. So. Mache ich mal die Punkte wieder an. Und dann würde ich hier sagen, Punkt Händler. Einmal berechnen lassen. So. Vorsichtshalber einmal speichern. Mal ausmachen. Dann lassen wir einfach mal auf den Kurs fahren. Irgendwo wird er wohl schon rauskommen. Du bist leer, jawohl. Du stehst jetzt so. Dann setzen wir dich jedoch hier unten auf die Straße. Welche Richtung wäre das? Und würde dann sagen, hier Händler. Ja, er will in die Richtung nicht. Ich glaube, da unten ist die ja, wir sind das, oder? Überlegen. Runter. Wer hätte eigentlich zum Händler gekonnt? Aber gut. Wo bist du? Du bist schon ein bisschen zu weit. Oder? Na gut, dann soll er zur Papierfabrik fahren. Wie gesagt, er fährt jetzt mit Sicherheit noch einige Bögen, die er, wenn alles eingefahren wäre, da ist er uns gerade entgegengekommen, nicht fahren würde, weil wir halt noch nicht alle Strecken, alle Kurven in beiden, allen Richtungen eingefahren haben. Wo fährt er jetzt lang? Da will ich nicht lang. Dann fahren wir die Strecke selber. Dann werde ich auch nicht den alten Hof als Punkt nehmen, sondern werde einfach die Kartonfabrik erstmal als Punkt lassen. Umso weniger Punkte haben wir dann und von da aus kann ich ja eben drüber fahren. So. Ich meine Außenansicht und würde jetzt mal die Kurse wieder einzeichnen. So. So, wir machen erstmal von hier einen Kurs.
würden dann hier auch den Punkt, wie heißt die, Paletten und Karton, Karton. Dann würden wir hier auch Karton nehmen als Punkt, können wir ja sofort machen. Karton. Und dann weiterfahren. Hier dran vorbei. In unserem Fass, was hier noch steht. Jetzt müssen wir gucken. Also wir werden einmal den Kurs wieder so rausfahren. So rausfahren. Den Punkt löschen oder die Kurse. Löschen. Oh, jetzt den einen Punkt, der ist wieder so weit. So, gucken. Ah, da kriegt er noch. Gut. So. Das heißt, wir haben die Kartonfabrik von dieser Seite angeschlossen und den schicken auf diese Seite wieder zurück. Jetzt sollten wir das nochmal von der anderen Seite tun. Wir nehmen hier einen Punkt an und fahren dann hier einfach die Kurve. Und setzen uns hier vorne auf den Kurs. Auch wieder Nachbarpunkt wählen. Jetzt suche ich mir den Nachbarpunkt aus. Das wäre der. Und verbinde die. Dann mache ich das sofort hier. Außen auch. Dann nehmen wir uns den Punkt als Startpunkt und suchen uns den Abzweig da. Er wird natürlich jetzt viele andere Punkte erstmal anzeigen. Da ist er schon. So. Und jetzt müssen wir quasi nur noch von der Ausfahrt quasi einmal rum von der Ausfahrt nehmen wir den Punkt an, hier geradeaus erstmal. Ja, wir nehmen erstmal den Punkt an, dass wir den zum Startpunkt nehmen und sagen dann hier komm schön sauber. Und dann kannst du dich auf diesen Punkt draufsetzen, verbinden. Ist zwar jetzt ein bisschen wuselig die Strecke, aber ich glaube, dass könnt ihr nachvollziehen, warum es so ist. Und wenn ihr es danach macht, kriegt ihr das auch hin. Wie gesagt, dass es da so wuselig ist, das spielt für die Kurse überhaupt keine Rolle. Schön wäre es, wenn man hier mit einem Strang rein und mit einem Strang rausgehen könnte. Aber bei solchen Einfahrten ist es halt nicht möglich. So, dann
würde ich sagen, berechnen den Kurs mal neu. Zack, noch geht es ziemlich schnell. Wenn ihr schon 20 Punkte habt, dauert das entschieden länger. So, sollen wir mal gucken, ob der Traktor beim Händler angekommen ist. Jo, da ist er. Saatgut hatten wir, glaube ich, nicht mehr da stehen. Saatgut hatten wir noch da. Mineraldünger nicht kaufen. Das steht hinten. Da sollten wir uns auch bei der nächsten Gelegenheit was holen. Nehmen wir Hof Einfahrt, das reicht, dann brauchen wir nicht so weit zurückfahren. Und ab geht's. Langsam wird's dunkel. Ja gut, wir haben ja auch auf mal 5 gestellt. Ich hoffe, für euch wird das nicht zu dunkel. Jetzt fahren wir weiter Richtung Mehlfabrik. Da haben wir ja schon den Kurs eingefahren bis Eingang. Aber der Kurs ist nur von hier zu befahren, von dieser Straße aus, weil der Kurs ja eigentlich fast geradeaus geht. Macht einen kleinen Schlenker. Da muss ich nochmal schauen, ob wir nicht auch, sag ich mal, von der anderen Seite reinfahren. Aber das muss ich mir vor Ort mal anschauen. Das Sägewerk können wir auch anschließen. Da sind wir jetzt auch schon. Aber ich wollte nochmal den Punkt hier vorne anwählen. Mir mal hier das anschauen, wie das hier aussieht. Weil ich gehe einfach von hier aus, könnte ich es auch noch anschließen. Und von der anderen Seite, ach doch, machen wir es. Wir nehmen dieses hier als Einfahrt. Aber nehme ich den Punkt davor oder danach? Ich glaube, ich nehme den Punkt davor. Weil das Tor, weil wir werden sonst immer Schwierigkeiten kriegen, wenn der hier reinfährt, dass das Tor nicht schnell genug aufgeht. Dann könnte ich auch diesen Punkt löschen. Dann ist das auch der erste Punkt. Und könnte dann hier quasi neu starten. Ich würde sagen, wir starten einfach hier neu. Und hier, was wir gemacht haben, können wir den wieder auf den Kurs setzen und der Vorteil ist, er dreht hier nicht, weil die Kurse ja nicht verbunden sind. Auch ein Vorteil. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen, hier auf der Hot Online Farm mit dem Kellerkind. Ciao, ciao!